ist der erste Teil unserer Reise in Tibet rein. Wir flogen nach 10 Tagen von ganz hohem Fieber in Chengdu, in der westlichsten chinesischen Stadt. 5 Millionen Stadt liegt da mit wahnsinnig schlechter Luft. Über die Berge auf dem Weg nach Lhasa und nach über Tibet rein. Und was wir hier sehen, ist halt die Himalayas auf der Ebene, wo sie Nord-Süd gehen, nicht mehr West-Ost. Ja. Hier hatten wir das Dharma-Rad. Und was wir gerade jetzt sehen, ist der Eingang zum Jokhang. Jokhang ist die heiligste Stelle von der Gelugpa-Linie der Tibeter und ist tatsächlich von allen Linien sehr hoch verehrt. Hier ist der Platz vor dem Jokhang und wir sehen die Tibeter, wie sie seit 1000 Jahren sich benommen haben. Der Stupa da ist, wo man das Räucherwerk abbrennt, was negative Energien verscheucht. Und hier sehen wir, wie die Leute sich vor der Öffnung zu dem Jobo, dem heiligsten Statue Tibets, sich verbeugen. Es gibt auch die athletische Dame, da ist wohl westlich. Aber sonst sehen wir fast nur Tibeter hier. Es ist im Januar, es ist kalt, fast keine Touristen fahren hin. Wirklichkeit. Hier lernt der Kleine sich verbeugen, nicht gute Kinderschule. Und es ist einfach sehr schön da. Die Praxis heißt Verbeugung. Das ist, wo man Körper, Rede und Geist opfert und dadurch alles Negative und Schädliche wegschneidet, also entfernt. Was der Herr hier macht, der Reis auf so einen Metall Platte stapelt, das ist halt die sogenannte Mandala-Opferung, wo man alles Gute opfert, was man sich vorstellen kann. Und hier haben wir wieder ein bisschen Marktleben. Hier haben wir die Straßenhändler, die sind nicht Vegetarier, die Tibeter nicht, das sieht man klar. Und sie hätten wohl auch in dem Klima nicht als Vegetarier überlebt. Hier liegt Butter rum und die Leute nehmen sich halt was raus und essen das. Und ich meine, Für uns ist vielleicht nicht so hygienisch. Hier ist ein Kampa, ein deutlicher, die mit dem großen Haar im Kreis und bunten Bändern drin. Das sind die Kampas, das sind die Osttibeter, die sie schlagen können. Und hier ist einer, der seitwärts die ganze Verbeugung macht auf dem Weg nach um den Jokhang rum. Und die schlucken Unmengen von Staub, aber irgendwie werden sie nicht krank davon. Man kann tatsächlich davon leben, die Gebete in den Straßen zu machen. Die rufen verschiedene Erleuchtungsaspekte an. Die Trommel von den Gebetstrommeln visualisiert man sich, dass es Licht rausschicht auf alle Wesen überall und ihr Leiden entfernt. So, das geschieht in den Straßen und währenddessen ziehen die Händler vorbei und die sieht ihr dann hier. Weibliche und männliche Nomaden. Hier ist ein besonders spannendes Exemplar, das Pedro eben in einem interessanten Moment gefangen hat. Sieht da so richtige Szene, nicht? Die ist ein bisschen so, die ist nicht ganz wohl bei der Kamera. Die wird ein bisschen zu selbstbewusst, nicht ein bisschen verwirrt. Da bin ich dahinter und schaue mir ein paar Sachen an mit Kurt. Und Kurt ist auch dabei und Ilse sehen wir da. Die waren alle auf unserer Fahrt mit. Und hier kommen dann die Tibeter. Wir haben über 40 Minuten, wo ich nur Leute hier sehe. 2 Tage vorher bin ich aus dem Bett gerollt, unten in Chengdu in China, nach 10 Tagen mit zwischen 40 und 41 Grad. Ich war krank. Ne? Aber irgendwie die gute Arbeit gibt immer Energie. Nicht? Es war Spaß, wie die Leute immer kamen. Ich sehe so ziemlich normal aus für einen Westler. Und ich trage auch keine so äußeren Zeichen von religiöser Funktion und sowas. Aber die Leute, vor allem die Osttibeter, kamen immer hin, haben mich ein bisschen angeschnüppert, nicht? Und konnten nicht verstehen, denn alles bei mir war ja falsch. Blaue Augen, blonde Haare, jetzt graue, nicht? Und auch eine andere Statur als die mehr rundliche, so Lama-Statur.
Aber dann irgendwann hat einer den Kopf runtergenickt und ohne daran zu denken, weil ich halt das sicher viele Lebenszeiten gemacht habe, habe ich ihn dann gesegnet. Und wenn dann einer es gesehen hat, dass er gesegnet wurde, dann plötzlich war die ganze Menge da. Wie viel Segen ich selbst habe, das weiß ich nicht, aber das, womit ich segne, sehr heilig ist, das ist sicher, denn es enthält die Haar und die Reliquien von all den 16 Karmapas, von den ersten wiedergeborenen Lamas von Tibet und den großen Yogis Tibets. Und der Karmapa hat mir selber diese Dose aufgefüllt und zum Segen gegeben. Die Dose wirkt, das kann ich auch sagen, das wirkt total. Und für die Tibeter ist es vollkommen natürlich, die Verbindung zwischen Himmel und Erde, da ist ganz nah. Hier machen ein paar Leute Tschö zusammen. Hier haben wir einen, der macht schnell mit dem Verbeugung. Das ist ein Expresszug. Das ist ein Expresszug, der geht zack. Der hat es geschafft. Aber es ist echt hart. Das ist schon Hingabe. Wenn man so viel arbeiten will, um sich zu vervollkommen, dann muss man es echt wünschen. Das muss man halt. So, hier sehen wir ein paar Nomadenfrauen. Und das ist mehr so eine Laserfrau, die ist mehr lokal. Und die sitzt da und sie macht diese Tsatsas. Diese Tsatsa ist von langem Leben, für langes Leben. Es sind Dölka, Zipame und Namjama drauf. Schau mal, das Kind mit den Geschwüren da in den Händen. Da sind ziemlich viele Krankheiten auch und die Chinesen tun halt fast nichts. Und die Tibeter selbst nehmen es auch nicht so ernst. So, die Bevölkerung ist oft nicht besonders wohlgepflegt. Hier haben wir Potala am Ende mit dem ganzen Weg hoch, den riesigen Treppen hoch, in den, ich glaube, 1300 Räumen, wo der Dalai Lama ganz oben saß und gute Schwingungen auf sein Land ausgebreitet hat. Das ist jetzt ein Museum und das ist, so viel ich spüren konnte, fast ohne Segen. Ich war ziemlich erstaunt, ich hätte erwartet, irgendwas zu fühlen, aber es war wirklich ein Museum. Ich weiß nicht, was die Chinesen da drin gemacht haben, aber die guten Energien, die besonderen Energien schienen schon weg zu sein. Schon imposant, die ganze Weise, in der alles nach oben zustrebt, ist sehr imposant. Also wenn man es sieht, dann bleibt kein Gefühl so von einem massigen Block da, sondern eher von etwas, was hingehört. Ist ein gutes Gefühl. Da geht die Befreiungsarmee des Volkes, fröhliche Leute, sehr wohlgesehen. Hier die Dinger da, was soll man, heißen Serto und die symbolisieren so Ehre und Würde und bedeuten also, dass es eine feine Stelle ist. Hier sehen wir die ganze traditionelle Weise, wie die Decken ausgerichtet wurden. Tatsächlich sieht man starke Einflüsse von griechischer Kultur in der ganzen Säulenarbeit. Hier haben wir wieder den Bau von draußen und hier sehen wir den chinesischen Teil von Lhasa. Der chinesische Teil von Lhasa ist total langweilig und es gibt Chinesen, die sind 10 Jahre in Tibet gewesen und können nicht guten Tag sagen auf Tibetisch. Also die Kulturen sind total auseinander zersplittert, haben nichts miteinander zu tun und wollen nichts miteinander zu tun haben, also sind wirklich, wirklich getrennt. Das ist der Rundgang um das Potala. Hier sieht man die Rückseite davon. Und hier sehen wir dann die Bilder, die hier nach vorne kommen, sind die verschiedenen Mauermalereien. Die sind nicht klar genug, um dass wir eine Reihe von Bildern zeigen können. So, da hat Holm halt feste Bilder rausgenommen und zeigt dann die. Hier ist dafür Zurbo, das ist unsere Sache. Da ist nicht viel Bau oder Haus übrig, aber ein Segen so dick, dass man es mit einem Messer so kubisch ausschneiden kann. Nicht? Also da ist wirklich etwas los. Da sind halt die Häuser weg, aber die Buddha sind nicht geflohen, das ist ganz deutlich. Und hier haben Hannah und ich, als wir zum ersten Mal kamen, da wurden wir halt in das Raum der Rinpoches hochgegangen.
hochgeführt, nachdem sich erst die Mönche versichert hatten, dass halt Hannah in einem und ich in einem anderen Schlafsack voneinander getrennt schlafen würden, nicht? Denn das andere hätten sie nicht geschafft. Aber mitten in der Nacht habe ich dann den lokalen Schützer von der Stelle, den Xingqiu, gesehen. Und ich sage euch, der ist flott. Das kann ich euch sagen. Und die ganze Energie ist da. Und hier sehen wir alles, was zerstört wurde. Da wohnten Hunderte und Hunderte von Leuten früher. Das war, wurde hart praktiziert. Und die Stelle, die Weise, in der Rumtek zerstört wurde, war, dass die Chinesen mit dem Gewehr im Rücken die armen Tibeter rausgejagt haben aus Lhasa jedes Wochenende und in Lastern bis hierher gefahren sind. Und dann haben sie mit Hammer und Meißel die Sachen zerstören müssen. Man sagte immer, die Chinesen haben es getan, aber die Tibeter waren halt auch dabei, also halt aus Angst. So ganze Länder von Helden gibt es halt selten. Hier sind auch einige von den großen Statuen von den verschiedenen Bodhisattvas, das ist hier zerstört. Da verwundere ich mich ein bisschen über das, was die Chinesen gemacht haben. Ich sage, solche Affen, sage ich nicht, dass sie sowas tun. Und dann gehen wir hier weiter durch die Mauer und schauen uns das alles an. Hier ist eine kleine Stelle, die aufgerichtet ist, wo der erste Kamapa meditiert hat. An dieser Stelle Düsum Chempa, der 1110 geboren wurde, der hat auf dieser Stelle meditiert und hier sehen wir sein Bild innen drin, wie er da sitzt. Er ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr physisch hervorragend war, also sehr, sehr stark und grau war und graue Haare hatte, sehr früh im Leben. Hier verbeugen wir uns davor. Ihr seht die schöne Hannah. Und hier dann mehr Trümmer. Nein, mehr Trümmerschau. Alles zerstört. Hier sind wir dann bei der Stelle, wo die größte Statue gestanden hat, die wir zu der Zeit in Tibet gab und die bis jetzt gab, also die größte gegossene Statue. Die wurde aufgebaut von Karmapakshi und er hat all die Heiligtümer und all das Geld, Gold und Silber und so weiter verwendet, was er vom König von China bekommen hat und Kaiser von China bekommen hat. Und das ist dann 66 in die Luft gesprengt worden. Und hier bin ich dabei, mir schnell etwas einzuheimschen, so ein paar Heiligkeiten für die Zentren in Europa, nicht, wo ich immer dran denke. Und hier erkläre ich halt, was meine Gao, die Dose, womit ich die Leute segne, was das alles enthält. Hier sehen wir einige mehr Zerstörungen. Und hier erklärt Hannah so eine Legende von Milarepas Leben. Eine Geschichte von Milarepas Leben, die sich da festgestellt hat, die sich da befestigt hat. Als Naturleute haben die Tibeter riesigen Sinn für die Sachen. Die haben riesigen Sinn so für alles. Und jetzt nimmt Hannah Segen davon. Hier ein bisschen mehr Trümmerschau. Man sieht wirklich, wie es Kulturbauten war. Das waren nicht nur kleine Hütten, die zerstört wurden. Das war richtig Kultur. Und ihr schaut jede Seite. Jede Wand ist gemalt worden, das kommt nicht wieder, da ist da die Kultur, da ist. Heute hat keiner genug Zeit, es ist einfach Zeit, was fehlt. Sogar in Tibet hat keiner die Zeit. Hier sehen wir wieder, gehen unter den Trümmern rum. Chinesen sagen heute, das sei die Vierbande, nicht? Und als typische Katschus sieht ihr da oben auf dem, den weißen Fleck da hinten, da ist eine Meditationsstelle, die als erstes aufgebaut worden war. Als richtige Katschus, da entstehen die Meditationsstellen erst. Und was wir eben sahen, war das End vom Tal. Der weiße Berg da ist das End vom Zurbutal. Hier stehe ich da und mache Schützer, ich mache Segnungen, die dann hinterher den Leuten um den Hals gelegt werden. Und wenn ich das tue, gehe ich rum und lasse sie dann segnen von all den besonders aufgeladenen heiligen Stellen da. Hier geben wir dann den Leuten Bilder. Wir hatten Kilo von Bildern mit
um zu verschenken an die Leute. Und ihr Durst nach Bilder ist unersättlich. Es ist vollkommen unmöglich, ihnen genug Bilder zu geben. Sieht da, wie sie rumstehen. Der eine hat 5, der andere hat 6. In dem Moment, wo sie was bekommen haben, gehen sie rum und stehen dann wieder in der Reihe, nicht? Vielleicht ohne Hut, damit man sie nicht wiedererkennt, nicht? Und ihr seht da, was sie alles da eingeheimscht haben. Aber es geht dann natürlich später in ihren Kreisen weiter, nicht? Dann kriegen sie es halt von ihnen weiter. Hier ist die Tür rein, die Pforte, das ist neu gebaut. Und hier ist neue Malerei, die auch sehr gut gelungen ist, die sehr gut gemacht ist. Das sind die Weltschützer, die verschiedenen Schützer, die die 4 Weltrichtungen zeigen. Tölka, das ist nicht richtig. Und dann haben wir, das ist der Eingang, und da oben rechts in den beiden Fenstern, da wo Hanna und ich die erste Nacht schliefen, da habe ich dann den Xinjiang gesehen. Und hier ist der Gomba selbst, der zurzeit verwendet wird, und ihr seht, dass sehr viele alte Rollbilder, sehr viele Zankas sind erhalten worden. Und dass sich verbeugen, was ich da tue, das bedeutet, man opfert Körper, Rede und Geist an alle Buddhas und öffnet sich dann für die guten Energien. Hier ist dann die ganze Linie, Dorje Chang, Buddhas Geist, Tilopa, Naropa, Mapa, Milarepa und der Kammerpat direkt vor uns sitzt. Mapa, Milarepa. Mapa, Dampopa Vadanda, das ist Mapa. Hier ist wieder die Meditationsstelle oben auf dem Berg, was zuerst gebaut wurde. Und hier der Drupen Dechen, ein echter Yogi. Ein ganz großer Meditationsmeister. Hier ist etwas vom Inneren. Da wohnt man halt, da schläft man gut. Ah, es gibt Teppiche drauf, die tun es, machen sich schon ein. Ah, hier ist der Blick von oben bei der Meditationsstelle. Das ist toll, nicht? Da sehen wir den Tal von unten. Und hier der Schützer der ganzen Sache, der Mahakala. Dieser Mahakala steht am Eingang an einer Stelle, wo sich der Mahakala-Sitz stark gezeigt hat und wo Hanna und ich ihn auch sehr stark gespürt haben auf unserer ersten Fahrt. Hier ist er da. Ganz spannend. Hier ist ein Teil vom Tal, wie man da hinkommt. Und hier ist eine Statue. Hier erklärt Hanna was. Und in 59 ist das ganze Unterteil verschwunden. Und jetzt die letzten Jahre, wo sie wieder Turbo aufbauen, kommt jetzt alles wieder raus. Das ist Kammerpass ein bisschen vor Turbo. Auf dem Weg zum Ende des Tales, vielleicht 20 Minuten gelaufen, da ist Kammerpass Sommerpalast. Und hier ist der Baum, der mit der Lebenskraft des 16. Kammerpas verbunden wurde und der bis jetzt nicht verwelkt ist, der immer noch lebendig ist. Wir holen kleine Stücke vom Holz, die wir dann später in den Westen verteilen. Das ist so eine Art Poppel, glaube ich, heißt so ein Ding. Poppelbaum, glaube ich, müsste sagen. Pfeil oder Weide oder Poppel, sowas ähnliches. Hier sehen wir wieder die kaputten Häuser, die zerstörten Wände. Und naja, es ist einfach peinlich. Ne? Es ist total schade, dass so viel zerstört wurde. Hier sind Leute, die reisen etwas runter. Das ist der Wiederaufbau von Zorro, wo wir sehen, dass das Geld, was verschiedene andere und auch wir gegeben haben auf unserer Fahrt, denn wir waren mit 35 Leuten oben und haben selbst 2 Wochen hart gearbeitet, dass dieses Geld gut verwendet wurde. Die haben Holz gekriegt von Südtibet und die machen wirklich gute Arbeit. Also die schlafen nicht auf dem Geld. Und hier sieht man auch uns bei der Arbeit. Und in 4,3 Kilometer Höhe so viel schleppen, das kann man nach 1-2 Wochen sehr gut. Aber die ersten paar Tage, wo man ankommt, dann hustet man die Lunge raus, nicht? Und es ist nicht leicht, die ersten Tage. Man muss sich erst total akklimatisieren.
ved godt, hvad jeg... Du skal også gå indenfor. Ja, men først skal jeg tage her ud for. Kan du godt ved, at jeg skal låne nogle af de der piller der? Ej, til at vise. Aber trotz der Begrenzung durch die Chinesen, trotz der Einengung, da haben wir, da geht die Arbeit immer weiter und dieser große Saal hier, der wird ganz bald stehen. Es ist eine Freude zu sehen, dass das alles geschieht. Die Säulen sind halt nicht ganz so breit wie früher, nicht? Jetzt ist ein Baum und ein neuer Baum statt riesige alte Bäume oder Bäume zusammen. Aber es steht, wir haben ja selbst mitgearbeitet und es geht viel, viel, viel Material rein. Zement haben sie nicht, sie bauen mit Erde. Aber genug Steine im Erde und dann hält es auf. Das hier ist geschehen, seitdem wir da waren. Das ist das, was gegen den Regen eingelegt wird. Und hier sehen wir die ganze Ornamentik. Es wird in Holz geschnitten, in Holzbrettern geschnitten und dann draufgehämmert, draufgeklebt und draufgehämmert. Und dann hinterher wird alles gemalt und das ist so gut, wie es früher gemacht wurde. Das ist einfach sehr gut, was hier gemacht wird. Die Wände kriegen Zement, das haben sie früher nicht gekriegt, das ist auch sehr, sehr gut. Es gibt weniger Staub hinterher, es ist gut. Hier bin ich auf dem Weg hin. Und wir werden einige Bilder nehmen. Die Tibeter wollen immer gern Bilder. Und hier der Mann im Vordergrund, der da steht und ein bisschen so für sich ist, in einem geklauten Lammfeld da, nicht? Den nennen wir den Biber. Und der ist tatsächlich, dieser kleine Mann ist derjenige, der die Initiative aufgebracht hat, um die ganze Stelle geschehen zu lassen. Das waren vier Mönche, die haben sich selbst ernannt, weil es keine anderen gab. Und weil sie es bestimmt in früheren Lebenszeiten auch waren und sie sind mit uns rumgereist. Und hier einige von den alten Mönchen, die sind sehr hart mitgenommen worden, also sehr geschädigt worden von den ganzen, von Tortur und so weiter, vom Foltern und so weiter, wirklich hart. Und hier sehen wir dann die ganze feine Gesellschaft. Jetzt sind wir auf dem Weg durch, wir sind nachts weggefahren von Lhasa, illegal weggefahren. Und wir sind durch die ersten Straßensperren nachts gefahren. Und jetzt sind jetzt auf dem Weg so zum Himalaya-Gebirge runter. Wir fahren direkt südlich von Lhasa und sind auf dem Weg. Und hier halten wir Rast und die Tibeter holen ihren Zampa herunter. Und wir hatten einige chinesische Konserven und ein bisschen Proteinpulver und sowas mit. Und davon leben wir. Und das sind noch nicht die Himalayas. Hier ist wieder eine Situation, wo wir halt warten. Und da warten wir drauf, dass eine Straße fahrbar gemacht wird. Hier ist eine Statue von Buddha, die einer gekauft hat, die der Pedro gekauft hat übrigens. Und hier fahren wir an so einem Fluss entlang und rechts fangen dann allmählich die Himalayas an und links sind es immer noch die Jura, die Berge aus der Jura-Periode. Der da in der Mitte mit dem Vorkleid und mit der grünen Jacke hat von da, die Stelle heißt Bovo oder Bomi, der hat den ganzen Weg nach Lhasa gemacht, also auf den Bauch, ne? Er hat die Verbeugung gemacht, den ganzen Weg. Und hier oben wohnten wir bei freier Luft und schönem Schneegestöber. Und hier essen wir im Haus, wir haben so die eigenen Sachen zusammengerührt. So ein bisschen Proteinpulver auf den Zampa und sowas. Schmeckt gut, schmeckt eigentlich ganz gut. Der Pedro wusste viel über Kochen, so er ist Koch, er hat ein großes Restaurant in Kopenhagen, so er hat uns wirklich ziemlich oft verwöhnt.
Hier ist ein Kloster, was fast total zerstört wurde. Da haben die Leute offenbar fast keinen Widerstand geleistet und da steht kaum was. Die Löcher da, das sind, wo die Träger durchgegangen sind auf die, für den Boden des nächsten Raumes oberhalb. Hier haben Omwagi Shori Mum, Omani Peme Hung, Om Benza Pani Hung. Und hier das junge Paar auf Urlaub, nicht? Und hier kalt, sage ich euch. Das war kalt. Es war so kalt, da sind wir Nacht durchgefahren. Alles war, es war so kalt, es konnte kaum schneien. Nicht? Alle haben sich zugedeckt, so gut wie es überhaupt ging. Und wir sind mehr also tot als lebend rausgekommen. Der Pass, über den wir da gefahren sind, war wohl um die 5,3 Kilometer, so was ähnliches. Wir so in dieser Weise haben die 3 Wochen zurückgelegt. So schreckt aber 5000 Seiten. Aber nicht eben mit der Plane über uns. Weil so viel Staub war und es auch so kalt war, haben wir auch meistens diese Nasbinder gehabt. Mund- und Nasbinder. Und Hannah ist einmal haben die Leute, die Frauen eingeladen, um im Führerhaus mit ihnen zu sitzen. Aber da sind sie sofort wieder raus, denn sie haben entdeckt, dass die Autos überhaupt keine Lenkung hatten. Nicht? Wir sind nur auf Glück gefahren. Und hier sind wir auf dem Weg, wir sind in Chamdo angekommen, da konnten wir nichts fotografieren, da war die Polizei hinter uns hier, überall. Und wir sind jetzt erst einen Tag mit Auto so nach Norden in die Richtung und dann hinterher kommen. Und hier stoppen wir eben und ich segne halt ein paar Leute. Und es ist Luxus, wieder Zeit zu haben, es ordentlich zu tun. Ne? Nicht nur so zack, 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 vom einen zum anderen ganz schnell, aber ein bisschen Zeit haben, um richtig so die Energie reinfließen zu lassen. Und dann erkläre ich Ihnen, ich will immer, dass die Leute nicht nur glauben, sondern dass sie auch wissen. Das ist so mein Anliegen im tibetischen Buddhismus. Und ich erkläre Ihnen dann, mit welchen Einweihungen diese Bänder gesegnet worden sind, was dabei überhaupt vor sich geht, welche Lamas damit in Verbindung waren. In diesem Fall war es der kostbare Tenge Rinpoche, das waren Segnungen da von dem Chichi Kündel, von den Einweihungen, die er halt gab, kurz bevor er Deutschland verließ. So, alle sind froh und da ist einer, der ist zweimal froh, der will mehr haben, sagt er. Gib mir zwei, hat er gesagt. Das ist dann die letztnächste Stadt, die man anfahren kann. Dann gibt es keine Straßen mehr, auch nicht für die Laster da. Und da seht ihr, wie sie kommen von überall. Und die haben gehört, da sei ein Lama, oder die haben ein Gefühl, da sei irgendeiner da. Aber erst wollen sie kurz checken, was läuft. Die wollen kurz eben wissen, wer da ist. Und die schauen uns an, blonde Haare, blaue Augen, was ist das? Nicht? Vor allem die Ilse war strohblond, nicht? Da gucken sie zweimal. Der Burkhard war ganz lange nicht, also ich meine, da gucken die Leute schon ein paar Mal. Und dann plötzlich, nicht? Dann entdecken sie, wo sitzt die Quelle. Dann kommen die Schnüre, ich versuche immer zuerst bloß die Schnüre zu geben, weil ich denke so, okay, die Schnüre sind aufgeladen und die sind von allen möglichen heiligen Leuten so. So, das ist fein, aber kurz danach gehen meistens die Schnüre aus und dann gebe ich halt den Leuten Segnungen. Und das wollen sie halt ebenso gerne. So, das. Wenigstens war ein totales Gefühl. Mit vielen von ihnen hatte ich das Gefühl, also sie kamen zu mir mit so einem Vertrauen, dass es sicher war. Die waren auch früher bei mir, das bin ich sicher. Und alle wollten natürlich gerne Kamapa Segen haben. Die sind auch schlau, die Tibeter. Der kleine Grüne da kommt 3 oder 4 Mal für Segen. Jetzt könnt ihr ihn mal sehen. Und hinterher kommt er wieder hoch, nicht? Dann schicke ich ihn runter und dann kriegt er einen von unten wieder. Also Quantität und Qualität, das streitet sich nicht bei den Tibetern. Viel von etwas Gutem ist besser als etwas von einem Guten. Nicht? Da sind sie sich einig. Das ist ein ganzes Studium auch in Gesichtern. Es ist schon interessant, wie die Gesichter wirken. Viele von ihnen haben wohl nur von religiösen Lehren gehört und dann zum ersten Mal erleben sie dann einen, nicht?
Viele von ihnen haben vielleicht die letzten 26 Jahren keinen Lama gesehen. Und plötzlich kriegen sie Segen und alles. Und natürlich sind sie glücklich. Ne? Das ist ganz klar. Das kann man stundenlang machen. Ne? Das hört gar nicht auf. Ne? Gesichter sind auch spannend. Die gucken nur nicht. Da sitzt. Ne? Es ist schon spannend. Das ist auch eine Freude. Es ist wirklich eine Freude, etwas zu haben, das man übertragen kann und dann Leute, die es so gerne entgegennehmen. Es ist schon richtige Erfüllung, richtige Freude ist es. Und dann hinterher stehen sie bloß da und gucken. Die Ältere da links, nicht, die ist nur weg. Das hat sie so lange nicht erlebt. Und so ist es halt. In jedem Stopp war das. Aber zu Pferd konnten wir es nicht fotografieren. Später zum Pferd, wenn die Leute kamen, denn Petrus Pferd war unruhig, so der hat immer auf und nieder geschüttelt. Hier ist auch wieder Luxuszeit mit genug Zeit, um die Leute ordentlich zu sehen. Und ihnen auch den Sturm den Hals geben und den Knoten und ein paar gute Wünsche dazu und so weiter. Ich bin halt Demokrat, ich nehme mir gern ein bisschen Zeit und gehe gern auf die Leute ein. Ja. Und wir waren glücklich bei den Sibeliern, wir konnten immer draußen schlafen. Drinnen ist es ganz bestimmt zu lebendig für unseren Geschmack, aber draußen war es ganz toll. Hey, total toll, man konnte da liegen. Es wurde zwar kalt, nicht? Man musste im Schlafsack verschwinden und Dinge auch über den Schlafsack stülpen und sicher sein, dass man im Ruhe saß, aber dass man nicht vom Wind gefunden wurde, aber sonst ging es gut. Hier sind wir dann auf dem Weg mit Pferden. Und erst haben sie mir da, weil der Lama halt kein Tier irgendeinen Schaden zufügen muss, dann habe ich ein Pferd ohne Steigeisen bekommen. Nicht? Aber er hat immer noch laufen gelernt, nicht? So das ging. Und hier steigen wir aus, denn da kommt Eis, Glatteis. Und bei Glatteis, da rutschen die Pferde die Beine aus. Und hier, ohne dass wir es irgendwie erklären konnten, alle Leute von Kamagön, und das ist Kamagös erste Stelle, wussten, wir waren auf dem Weg. Und wir waren die ersten weißen Leute da jemals. Ich habe niemals sowas gesehen. Blaue Augen, blonde Haare und sowas. Haben sie echt gut geguckt. Und wir haben sie natürlich wahnsinnig gelobt für ihre Arbeit. Das kennen wir sonst. Das ist einfach toll. Sie geben so viel von sich. Und ihr seht, so schlimm zerstört wie Zurbo ist es überhaupt nicht. Die Osttibeter sind halt Freischaler und die haben sich, okay, das war immer möglich, schnell reinzukommen und etwas zu zerstören. Aber innerhalb von kurzer Zeit wussten es die Leute und dann fingen sie an zu schießen von allen möglichen Ecken und Richtungen und dann mussten die Chinesen wieder weg. Wir sehen auch, dass eine Menge Tankers behalten worden sind. Wirklich eine schöne Sammlung, also ganz, ganz feine Sachen. Viel im Kamakatri-Stil, im Stil des 8. Kamerafahrers, was er gegründet hat. Ganz, ganz feiner Stil. Da schaue ich mir alles an, nicht, und sehe, wie alles ist. Und sage, sehr gut. Und der Mönch, der hat halt entdeckt, dass das Kamera drauf ist. So, er wird auch ein bisschen kamerafroh, so mit der Zeit. Das ist Spaß, ja. Kriegt das immer mit. Und hier sitzen sie rum und wir reden mit ihnen und erklären, wo ihre Rinpoches sind und was geschehen ist im Westen, wo sie rumfahren, was wir überhaupt tun sind. Hier ist auch wieder ein Superman, das Bild da ganz kurz. Und hier ist einer von Karl Rinpoches Schülern, der Große, der da oben sitzt, aber ist irgendwie kaputt gegangen, irgendetwas bei ihm, ich weiß nicht, was geschah, ich glaube, die Chinesen haben ihn zu hart behandelt. Es war unmöglich, mit ihm Kontakt zu kriegen, der war wirklich woanders, sah nicht froh aus. Aber sonst wird alles gespielt wie früher und hier ist die riesige, 3 Tage später wird das eingeweiht. Ihr seht das Kleid da, da kommen die Segnungen rein. Und hier werde ich wieder fotografiert. Ihr könnt sehen, wie groß der Stupa ist. Peter sagt, bleib stehen.
Und es ist wohl vor allem Lehm. Ich habe geglaubt Bronze oder Kupfer, aber ich glaube schon, ein Großteil davon ist tatsächlich Lehm mit ganz dünnem Kupfer übersät. Und das untere hier ist nicht zerstört. Und da sehen wir ganz spannende Zeichen von dem uralten Alchi-Stil. Also den wir auch in Alchi-Gumba in Ladakh finden. Was man daran erkennt, dass die Bodhisattvas ganz lange Mägen haben. Die Bäuche sind wahnsinnig lang. Schau mal den Chenrezig da, wie lang sein Magen ist. Der ist also erhalten geblieben. Mehr andere Sachen da sind erhalten geblieben, haben die Leute nicht zerstört. Das ist immer eine Freude. Aber die große Buddha-Statue nicht, die haben sie weg. Da ist der Regen rein und hat etwas. Da bin ich dabei, dem Mann etwas zu erklären, was er schon weiß. Nicht? Das ist immer ein bisschen peinlich, dass ich ihm so viel erkläre, aber es ist halt ein Zeichen von Freundlichkeit. Und hier ist der kleine Mann, der alles hält, nicht? Nein, der kriegt Überstunden, ganz bestimmt, gut bezahlt. Hier ist wieder die Treppe, auf der ich früher hingegangen war, und da oben kommt es dann rein. Und das ist Hannah in bester Laune. Wir sind wirklich imponiert. Das ist eine Freude, dass es noch funktioniert, dass es noch das alles gibt. Und hier sitzen sie und machen ihr Putis, aber tatsächlich brauchen sie das ein paar Leer von den Flüchtlingslagern in Indien und so weiter wieder zu ihnen hochkommen, denn weil sie so lange nichts machen durften, sind die Sachen ein bisschen durcheinander geraten. Also die Musik, das Klangbild ihrer Musik ist nicht so klar mehr, wie es früher war. Das ist mehr so aufeinander, nicht als nebeneinander. Und aber das wird sich verbessern. Hier ist der 9. Kamapa, der einen großen Teil da, der da eine Menge Belehrungen gegeben hat. Und der berühmte Kasten für die Bücher, wieder der 9. Kamapa, sitzt da in ehrrührender Stellung als der Buddha mit der schwarzen Krone der Kamapas auf seinem Kopf. Und hier wird gezeigt, wie die Kamapas sich in verschiedenen Richtungen manifestiert haben und was das alles geschehen ist, was da alles geschehen ist um Kamagön rum. Hier machen wir Wünsche, wir haben gehört, wie alles ist, und der Mönch hat schon wirklich die Kamera entdeckt. Und hat der erste Kamapa meditiert, und oberhalb des Berges, da so ein halbmondförmige Felsfläche, und das war einer der Zeichen, die Gambobha den ersten Kamapa gegeben hat und gesagt, wenn du die Stelle findest, dann sollst du da eine Stelle bauen. Und hier sind wir mitten im Wind, und hier werden uns ein paar Sachen gezeigt von früher, Fußabdrücke und besonders gesegnete Steine. Ich bin nicht ganz sicher, was das ist. Und hier erklärt Hannah. Came from China. And then, the king of Hor requested him, you know, to work for the benefit of all beings. And as a sign, as an auspicious sign, then he made this seat. And all the Kamapa, since the second Kamapa, whenever they have shown the crown, they have shown it here, when they came to this place, yeah. Hier ist das Innere von dem Stupa. Das hatte viele Reliquien von Kamapakshi drin. Und weil ein Zahn von ihm drin war, dann wurde die Stelle oft besucht von Leuten mit Zahnschmerzen. Die kamen hin, lehnten den Kopf dagegen und dann gingen die Schmerzen weg. Wir sehen auch, wie die Wände geschädigt worden sind. Und es scheint, der ist mit Dynamit getroffen worden. Also die Leute sind ganz schnell rein, haben ein paar Dynamitstangen gelegt und sind dann wieder weg. Es ist nicht so, die hatten nicht genug Zeit, um richtig zu zerstören, denn dann hätten die Kamper sie schon aufgefressen. Nicht? Die mussten wie Diebe in der Nacht kommen und schnell wieder weg, die Affen. Nicht? Hier ist wieder der,
Da drin ist die Stelle, da drin ist der Stupa, in diesem Bau, und da sieht einer fröhlich aus. Ne? Und hier zeigt der Wander die ganze Umgebung. Er zeigt die drei großen Stupas da. Und hier erklärt Hanna auf Dänisch, so das kriegen die meisten wohl nicht mit. Das sind über die drei heiligen Leute, deren Reste nicht, in diesen drei Stupas verweilen. Hier haben wir dann gewohnt auf dem Weg zurück. Das ist da, wo die Autos nicht weiterkamen, wo wir auch unsere Pferde bekommen haben. Da auf dem Weg zurück war der Laster mehrmals zusammengebrochen, so wir sind ziemlich verspätet worden. Und die Leute kamen oben für Segen und unten haben sie dann ihre Schafe geschlachtet. Immer wenn wir nicht zugeschaut haben, glücklicherweise nicht. Wir haben irgendwie das Karma, das niemals mitzukriegen. Das würde mir auch nicht gefallen, muss ich zugeben. Hier sind die Treppen, so macht man Treppen da. Man macht zwei Baumstämme hin, nebeneinander und schneidet die dann so raus, dass man von Tritt zu Tritt geht. Und nicht nur das Innere von den Häusern, das Ober wird auch verwendet. Hier haben sie Holz, sie legen Holz hin und so weiter. Hier ist, wie die Haare geflochten werden, und oft versucht man so 108 Zöpfe zu kriegen. Hallo? Die ist guter Laune, die ist ganz toll, die Frau da. Die hat ein wirkliches Naturtalent, sich einzufühlen überall. Sie ist ganz spannend, ganz gute Frau. Und hier ist die junge Schönheit der Familie, nicht? Und hier ist Ilse dabei, ihr Creme zu geben. Sie erleben zum ersten Mal im Leben Creme, so Handcreme. Und das, erstens sind sie gewaschen worden, so war es. Erst gewaschen und dann hinterher Creme drauf. Nicht? Und Seife, was richtig funktioniert, kannten sie nicht. Und Creme hinterher oben drauf kennen sie überhaupt nicht. Also das war ihnen viel Spaß. Hier wurde, wie gesagt, eben irgendetwas geschlachtet, während wir nicht da waren, während wir umgeguckt haben. Plötzlich war ein Schaf weg. In Chamdo konnten wir uns überhaupt nicht zeigen. Da war so viel Polizei überall und die sind uns nachgelaufen. Und wir haben tatsächlich ein paar Mal flüchten müssen, was mit dem riesigen Gepäck, was wir mit hatten, sehr schwierig war. Hier ist der ganze chinesische Teil von Chamdo, den sieht man auch. So bauen sie. Und die tun eine Menge Geld und geben den Chinesen eine Menge Geld. Aber die einzigen, die es da mögen überhaupt, die werden halt ganz schnell wie die Tibeter. Und der Rest sieht dann aus. Oh, das war die größte Gräuel, nicht? Das war das Klo da im Hotel, wo wir wohnten. Da habe ich tatsächlich mehrere Tage mit Verstopfung rumgelaufen, um nicht da rein zu müssen. Das war furchtbar. Aber gut, hier kommt dann wieder die Fahrt über die Berge, und das sind richtig hohe Pässe, die hier liegen. Das sind alles über 5 Kilometer, wo man da rüber geht. Und also richtig kalt. Da waren auf einem Pass, da waren 4 Leute erfroren auf dem Truck, der vor uns rüberfuhr. Wir sind schon in Derge angekommen. Das war früher die Hauptstadt von Ost-Tibet, aber die Chinesen, die haben es jetzt genommen und zu einem Teil von Sichuan gemacht. Die neue Hauptstadt heißt halt Chamdo, wo wir eben waren, und die ist auch voll von Chinesen. Das ist echt schade. Das ist der Bakang, das ist tatsächlich eine Stelle, die aus irgendeinem Grund, das gehört zu den 13 Stellen unter den 3500 in Tibet, die die Chinesen aus irgendeinem Grund hinterlassen haben. Und da drucken sie zurzeit Bücher, die ganze Derge-Edition der Bücher. Und hier sehen wir, wie gut die Leute bauen. Also wenn die Tibeter in Frieden gelassen werden,
wir sie nicht gestört werden von allen möglichen absoluten Systemen in ihr Wirkungsdrang. Dann machen sie ganz schöne Qualität und sehr, sehr feine Häuser, wo das alles ein Beispiel ist. Nicht nur für die Klöster, auch für sich selber. Hier bin ich wieder bei meiner Beschäftigung. Und wir sehen überall die Campers mit den roten Strähnen in den Haaren. Und die roten Strähnen bedeuten halt, also das tun sie im Neujahr ran. Und böse Zungen sagen, bis zum neuen Neujahr ziehen sie es nicht raus. Aber das weiß ich nicht. So, alle waren froh, alle wollten hören, wie es geht. Und die verstehen mich ja. Also ich rede, mein Tibetisch ist ein Camper-Dialekt. Da steht Hanna. Da ist mein Camper-Dialekt, mein Krieger-Dialekt, verstehen sie sehr gut. Die nehme ich auch für voll, weil ich stärker bin als sie. Das wollen sie immer kurz mit Armdrucken lernen, checken, ob das auch so ist. Und wenn ich dann gewinne nicht, dann sind sie von dem Lama doppelt imponiert. Nicht? Ihr seht, wie die zentralen Tibeter mehr nach Eskimos und die Osttibeter halt mehr nach Indianern, nach Navajos aussehen. Das ist der Unterschied zwischen den zentral- und den osttibetischen Tibetern. Es sind zwei verschiedene Rassen. Ich glaube, die Osttibeter sind ziemlich europäisch, vielleicht mit Kosaken gemischt worden. Und hier sehen wir andere Sachen von Derge, ein ganz schöner Stupa hier, neu gemacht, gut gemalt, also gute Arbeit. Wo? Hier sind wieder ein paar Bilder über Derge hinaus. Und da sehen wir halt auch die Lautsprecher, die über jede chinesische und tibetische Stadt jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends Propaganda und furchtbar schrille Gesänge herausbläht, sodass man niemals Ruhe hat, um richtig zu denken und herauszuchecken. Keiner hat die Möglichkeit, die Dinger abzustellen. Die sind einfach nur da, früh morgens bis spät abends. Ist sehr unangenehm. Können gut mit Holz arbeiten, die Tibeter, wenn sie was kriegen können. Osttibet ist nicht so schwierig. Die Chinesen hölzen auch riesig ab und holen das nach China ran. Und an manchen Stellen gibt es jetzt ziemlich große Erosion. Und hier hören wir die Musik und das ist den ganzen Tag. Ganzen Tag. Man kommt nicht weg. Und dann Propaganda und dann Musik. Das war das Hotel, wo wir wohnten und der Wirt, der wohl im Solde der Chinesen stand. So, hier sind wir wieder und diesmal geht's hoch. Wir sind wieder auf einem offenen Laster und diesmal geht's richtig hoch. Das ist der höchste Pass, der ist 5,6 Kilometer hoch. Und da sind wir, das liegt zwischen Derge und Kanze, der auch eine ganz wichtige osttibetische Stadt ist. Wir fahren auf Schnee und Eis und die Steuerfähigkeit der Autos ist fast gleich null. Es ist wirklich guter Karma, was einen da auf der Straße hält. Wie viel kostet der? Was? Wie viel kostet die Download? Alle in Thermokleider und eben über einen ganz, ganz hohen Pass. Auf dem Weg. Hier ist dann die nächste Stadt, das ist Kanze.
und hier ist Kanzegumba, wo wohl etwas Historisches geschehen ist in Augen der Tibeter. Wir sind gefolgt worden von einem sehr hohen Polizisten. Der wollte nicht, dass wir hochgingen. Wir haben ihn einfach freundlich auf Schulter und Rücken geklopft und dann haben wir gar nicht getan, was er sagte. Und die Tibeter, die ihnen sind die Augen aus dem Kopf gerollt, nicht? Also sowas haben sie niemals früher gesehen. Und der Polizist ist wirklich schnell davon gefahren. Aber wir hatten halt keine Zeit. Kanze, wo die Leute kommen und im besten Stil nach Segen fragen. Das war ein Sakya-Kloster, das war sehr gut erhalten auch. Das war aus irgendeinem Grund auch nicht zerstört. Da waren ganz spannende Statuen drin, also wirklich schöne Kunst. Also wirklich, wirklich schön. Und wieder eins von den Stellen, die aus irgendeinem Grund nicht zerstört wurden. Weiter oben, was wir früher sahen, das war alles ausgebombt. Das war alles ausgebombt. Tiefflug und dann alles weg. Hier setzen wir eine Gebetsmühle in Gang. Und da stellte man sich dabei vor, dass Licht dabei ausstrahlt aus der Mühle und dass es alle Wesen durchdringt und all ihr Leiden auflöst und entfernt. Die ist sehr gut gemacht, ist eine Freude zu sehen. Der beste östliche Drittel haben die Chinesen den Tibetern weggenommen, wirklich. Die Leute sind energisch, sie sind stark, die können, wollen was, die Frauen sind spannend, nicht? Alles passt da, es ist wirklich eine gute Stelle. Billard spielen sie gern, das ist was Neues. Kanze war eine gute Stadt, da ist viel da geschehen. Wie gesagt, der Kamapa wurde da in der Nähe geboren und es ist sehr viel da los gewesen. Sie waren auch sehr gute Widerstandskämpfer. Das ist da in der Gegend. Da sind wir auch an einer Stelle vorbeigefahren, die mitten im Staub Hannah und mich total schockiert haben. Das war so eine ganz lange Wand von Häusern, die uns wirklich berührt hat in irgendeiner Weise. Wir konnten nicht erklären, wie, aber ganz, ganz tief. Und hinterher haben wir gehört, dass das die Stelle war am goldenen Fluss Adrupzang, wo der 16. Kamapa geboren wurde. Da sieht man, wie fröhlich die Kinder sind. Also die Kinder werden nicht weich behandelt. Sie kriegen eins auf den Kopf, wenn sie irgendwas tun, was sie nicht tun sollten. Aber die sind wirklich toll, weil eben das System stimmt. Das hier ist eine Stadt, liegt nach Kanze. Da bin ich ziemlich sicher, dass das eine Stadt für Strafgefangene war. Die ganze Stadt war abgesondert, wir sind reingekommen und viele Leute standen auf den Feldern und haben gearbeitet und immer waren Leute mit Gewehren neben ihnen. Also ich glaube, viele von den Herren hier, die waren halt vom Staatswegen da. Ne? Ihr seht, die Zeichen sind oft chinesisch. Oft ist chinesisch auf der einen Seite, tibetisch auf der anderen, aber weil das sicher eine Strafkolonie ist, dann ist es halt fast alles chinesisch geschrieben. Das sage ich wieder, alle kriegen, nehmt's ruhig, alle kriegen. Aber auch wenn man überhaupt sich nicht schlagt für einen Segen, dann war auch nichts wert. Ne? So denken die Tibeter halt auch. Man muss halt etwas leisten für seinen Segen. Die Leute werden immer erregter, nicht? Aber das gehört halt dazu.
Man schlägt sich für seinen Segen, sonst taugt er nichts. Thank you.